Hallo Freunde und willkommen zurück zu Transistor. Wir sind beim letzten Mal ja direkt vor dem ersten Bosskampf stehen geblieben und stürzen uns dann jetzt mal ins Gefecht. So, und jetzt muss ich erstmal wieder ein kleines bisschen reinkommen. Denn ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Und muss jetzt, wie gesagt, erstmal wieder so ein kleines bisschen das Gefühl dafür zurückkriegen. Also der Kampf ist nicht so leicht wie... Ah, fuck, jetzt hat sie mich erwischt. Wie ihr das vielleicht jetzt denken mögt. Jetzt hätte ich mich mal lieber woanders hin verkriechen sollen. Das habe ich nämlich befürchtet, dass sie mich da hinten erwischt, weil ich zu wenig Zeit hatte. So, wir machen jetzt einen Angriff. So, jetzt muss ich nämlich erstmal diese blöden Dinger hier kaputt machen. Ich habe ja diesen Kettenangriff. Ich mache erstmal die kaputt. Autsch, autsch. Autsch, autsch. So, jetzt erwische ich aber beide. Eieiei. Ah, fuck, jetzt habe ich mich total vertan gerade. Also der Kampf ist nicht unbedingt besonders einfach. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal bestätigen. Denn die gute Sybil ist schon ein bisschen sehr nervig. Ich mache jetzt mal was anderes. Muss jetzt hier mal ein bisschen taktischer vorgehen. Scheiße, nein, ich habe das Ding aus Versehen zerstört. Das wollte ich gar nicht. Fuck, das habe ich nicht befürchtet. Habe ich nämlich eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit verloren. Kacke, kacke. Nicht so toll. Ach, fuck, jetzt hat sich das Ding... So, wie mache ich es jetzt am besten? Ich muss jetzt gucken, dass ich Damage auf sie kriege. Das wird sonst hier nichts. Und da oben heilt sie sich jetzt nämlich gerade. Das war nämlich meine Befürchtung. Notfallturn. Okay, das ist nochmal so ein Rettungsturn, durch den ich mich, bevor ich eine zweite Fähigkeit verliere, immer nochmal retten kann. So, jetzt muss ich erstmal meinen scheiß Cheerleader hier weghauen. Ich gehe nochmal zurück. So, viermal reicht. Mann, Mann, Mann. Oh, hat sie mich jetzt erwischt? Ja, scheiße. Ich wollte eigentlich was ausprobieren jetzt. Ich muss mich jetzt ein kleines bisschen von ihr entfernen. Thank you.
Ah, das ist fürchterlich. Oh, die hat mich dahinter echt erwischt. Vielleicht schaffen wir es noch. Ansonsten seht ihr das erste Mal, wie man hier stirbt. Was natürlich jetzt auch nicht unbedingt toll ist. Ein bisschen Kraft haben wir noch. Ah, wir haben... Ich glaube, man muss sie dreimal besiegen, wenn ich mich nicht irre. Also das ist jetzt halt dann der dritte Turn, sag ich mal. Das wird eine knappe Nummer. Aber das geht noch. Es geht noch. Also ich... So, bevor sie jetzt nämlich zuschlägt, haue ich sie um. Okay, jetzt ist sie besiegt. Hui. Knappe Angelegenheit. Oh, da ist ja noch eine Zelle. So, wir müssen jetzt mit ihr quatschen, mit der guten Sybil. Beziehungsweise ihr den Gnadenstoß geben. Hat uns auch erstmal schön Level abgebracht. Sehr schön. Neue Funktion. Okay, das ist jetzt der zweite Part des Level-Ups. Wir können jetzt nämlich... Wir können jetzt nämlich in diesen... Ich nenne ihn mal Trainingsbereich gehen. So, damit wäre der erste Part, also quasi das erste Kapitel, auch abgeschlossen. Ach so, nee, da muss ich ja gar nicht lang. Das muss ich selbst nochmal gucken hier, wo das war. Konnte ich hier hinten raus? Nee, irgendwie... Ach, hier nach hier unten, genau. Wir haben natürlich jetzt auch... zwei verloren. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Wie viel brauche ich dafür noch? Einen von den Zugangspunkten, damit wir überhaupt erstmal Fähigkeiten haben, müssen wir uns das setzen. Was war das nochmal? Okay, das Ding ruft... Ach genau, das ist das mit diesen... Ich glaube, Hunde kommen, ne? Und das hier war die Fähigkeit mit... So, hier können wir jetzt dann zum Beispiel gucken, wer diese Sybil war. Installiere und verwende diese Funktion, um mehr zu erfahren. Das heißt, sobald ich die das erste Mal verwende, seht ihr unten rechts, da seht ihr das Ganze einmal als aktive Fähigkeit, dann eben als diese passive Zusatzfähigkeit und dann eben als Perk, würde ich es mal bezeichnen, oder als Buff kann man das auch setzen. Das sind... Das sieht man jetzt hier gerade nicht, die rechts und links die beiden, das sind quasi Perks oder Buffs. Da kann man das nachher auch reinsetzen und wenn ich alle drei einmal eingesetzt habe, habe ich alle Informationen über den Charakter, dem diese Fähigkeit zugeordnet ist. Das ist letztendlich nur wichtig, um die genauen Hintergründe der Geschichte zu verstehen. Wo kommt die Figur her? Was hat die Figur in der Geschichte für eine Bedeutung und so weiter? Das ist das Einzige, wofür das relevant ist. Okay, das haue ich mir mal da rein. Dann haben wir jetzt wenigstens erstmal Fähigkeiten. Und dann bauen wir uns das nachher wieder zurecht. So, dann springen wir mal in unser Boot.
unten. Mit einem Sprung auf X oder wo auch immer können wir hier springen. Was auch immer das für eine Bedeutung haben soll. So, ich weiß nicht, ob ich das in einer der vorangegangenen beiden Folgen erwähnt hatte, wie geil ich diesen Soundtrack finde. Ich glaube, ich habe es mal irgendwie beiläufig erwähnt. Falls nicht, tue ich das jetzt nochmal. Der Soundtrack ist, wie gesagt, bei dem Spiel absoluter Hammer. Was waren das jetzt nochmal für Dinge? Wie gesagt, der Soundtrack ist der absolute Hammer. Und ich werde euch den kompletten Soundtrack mal verlinken. In der Beschreibung. Dort könnt ihr euch den kompletten Soundtrack dann auch mal anhören. Damit ihr euch selbst davon überzeugen könnt. Und der Soundtrack ist übrigens erlaubt zu verlinken. Ich habe mir extra nochmal das Okay von Supergiant Games bzw. vom CEO persönlich eingeholt, dass ich dort verlinken darf. Gibt einen kostenlosen Stream zu diesem Soundtrack und den verlinke ich euch mal. Wenn ich mich nicht irre, gab es da einen. Ansonsten verlinke ich euch die Webseite von Supergiant Games, auf der ihr den Soundtrack findet. So, das hier ist dieser Trainingsbereich. Da können wir mit dem Ball durch die Gegend ballern. Oder auch uns die Hängematte angucken. Und ein bisschen die Seele baumeln lassen. Sind wir wieder schön entspannt und bereit für neue Kämpfe. So, ist hier schon ein, ja, eine Tür ist auf. Das hier sind nämlich diese Events, diese Herausforderungen, die Challenges, in denen man so ein bisschen die Fähigkeiten testen kann und das vor allen Dingen das Kampfsystem. So, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, was das genau hier für ein Test war. Terminiere Prozess in 32 Sekunden. Ah, genau. Ich muss jetzt alle Prozesse, die hier sind, in 32 Sekunden zerstören. Was ist nicht ganz so... Ja gut, das ist jetzt noch relativ simpel. Das geht noch. Na kommt schon. Zwei weniger, so zwei sind glaube ich noch da gewesen, ne? So, das war's. Hier kriegt man auch ein paar kleine Erfahrungspunkte, aber nicht viel und man schaltet sich halt den Soundtrack in-game frei. Das heißt, da kann man sich den Soundtrack dann auch im Spiel anhören.
So, in mehr Türen kommt man jetzt aktuell nicht rein. Aber ihr seht dort unten, wir haben uns den Music Player freigeschalten. Und hier kann man sich den Soundtrack quasi durchhören. Ne, ich will euch jetzt nicht mit der Musik hier großartig langweilen. Deswegen, ja, wir haben eigentlich die Zeit schon fast geschafft. Wir bolzen noch ein bisschen durch die Gegend, aber wir können jetzt eigentlich hier die Pause machen und den nächsten Bereich dann auf die nächste Folge verschieben. Dann wird es heute mal ein bisschen kürzer. So zwischen 15 und 20 Minuten habe ich mir die Folgen so immer gedacht. Und deswegen mache ich jetzt hier die Pause, mache den Cut. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ihr kennt das Spielchen. Daumen wären Traum. Schön weiterteilen, weitererzählen. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.